Vielen Dank, guten Abend. Guten Abend. Ja. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herren. Wir möchten Sie recht herzlich begrüßen. Grüßen. Hier zur Fernsehgala vom 10. Arosa Humorfestival. Allah. Sie können sich freuen. Oi. Wir haben ein internationales Programm für Sie zusammengestellt. Stimmt. Sag mal, was machst du eigentlich? Ich mache nur das Echo, ist okay. Ist alles okay. Du machst das Echo? Ja. Ah, schön. Sag mal, wieso machst du das Echo? Wir sind in den Bergen, das musst du machen. Es hat immer Echo in den Bergen. Nein, Moment. Es ist Winter. Im Winter hat es kein Echo wegen Schnee. Ja, Quatsch, der Schnee, der dämpft. Wir sind im Zelt, es hat keinen Schnee da drin, okay? Ja, aber da hat das Publikum. Ja, eben, das Publikum ist ein Echo. Hallo! Ha! Echo! Echo! Arosa! Super, ich glaube, dein Echo ist ein bisschen kaputt. Ja, man sieht es auch irgendwie schon schlecht. Was siehst du schlecht? Ja, ehrlich, die Leute. Ja, die Leute musst du ja nicht sehen, die sind ja daheim vor dem Fernseher. Ja, ich meine nicht die Leute, ich meine die da im Publikum. Du musst ja die auch nicht genau sehen, die müssen ja vor allem dich sehen. Und ich muss doch die sehen. Ich wollte doch wissen, wer drin hockt. Oder? Ich meine, sonst spielst du 2,5 Stunden lang Programm, nachher machst du das Licht an und siehst, es hat sich nicht einmal gelohnt. Ja, gut. Nein, ehrlich. Gut, also für sie daheim lohnt sich so Fallfall. Wir haben nämlich ein wunderbares Programm. Es fängt musikalisch an mit der Musikshow vom Herr Schill und dem unglaublichen Heinz. Eins. Is that what you call a big applause round, motherfucker, right? Come here. And you gonna want to sing on all right? Come expecting it? I expected that here in this fucking town. Come on, translator. They don't understand one fucking American English word. These fuckers in this right fucking country, fucking damn. Hello. Ich bin Translation. I come all the way down from America. Ich kam alle Wege runter von Amerika. Just to sing one song for you. Just um ein Lied für euch zu singen. It's a song for all the lonely and desperate people in the world around. Es ist ein Lied für all die Einsamen und Desperados in der Welt rechts hier. It's a blues. Es ist ein blaues. Can you feel it? Könnt ihr es fühlen? I just want to hear you say yeah. Ich just will euch hören sagen ja. Come on one more time. Kommt hoch, einmal mehr Zeit. Can you feel it? Könnt ihr es fühlen?
don't know what you are feeling. Ich weiß nicht, was ihr da fühlt. But I sing my song now anyway. Aber ich singe mein Lied auf jedem Weg. Come on, let's do it all together right now here. Kommt hoch, lasst es uns alle zusammen tun, recht jetzt hier. I'm lonely. Ich bin alleine. Lonely. Alleine. I am lonely. Ich bin alleine. So lonely. So alleine. I am lonely. Ich bin alleine. Yeah, I am lonely. Ja, ich bin alleine. Yeah, really lonely. Ja, ein echt alleine. I am lonely. Bullshit, all the little wing of motherfuckers and fucking, I can't tell them in a minute. Hey, was ist das hier für ein wunderbares Publikum? When I sing this song, somewhere down in my home country. Wenn ich das Lied singe, irgendwo da unten in meinem Hausland. Hey, what are you giggling all the time, eh? Hey, was giggelt ihr hier die ganze Zeit? I'm a big, big star. Ich bin ein dicker, dicker Stern. I'm grown up in the ghettos of New Orleans. Ich bin aufgewachsen in einem sozialen Brennpunkt in Neu-Orleans. I've been in all the small clubs all over the world. Ich war in allen schmalen Clubs in der ganzen Welt. I've been down in Idaho. Ich war unten in Idaho. I've been in Massachusetts. Ich war in Massachusetts. I've been in Liverpool. Ich war in Leberbecken. I've been in Nottingham. Ich war in Nichtingschinken. And at the end, I performed in the Madison Square Garden, New York. Und am Ende spielte ich am Madison Rechteckgarten, New York. And all the people down there just clapping hands when I sing my songs. Und all die Leute da unten just klappen mit den Händen mit, wenn ich da mein Lied singe, hey. And they also sing in the lyrics. Und sie also auch singen das Gesungene. You fucking bastards. Ihr fidelen Burschen. And especially for that, I didn't make the lyrics too difficult, okay? Und ganz besonders für das machte ich das Gesungene nicht zu diffizil, okay? Come on, let's try it now here. Kommt hoch, jetzt lasst es uns hier trocknen. Come on, give me some feedback. Kommt hoch, gebt mir was Essen zurück. I want to see you clap your hands. Ich will euch die Hände klappen sehen. Everybody. Jeder Körper. I'll make it easy for you. Und um es euch einfach zu machen. You just sing the German text, okay? Singt ihr just den deutschen Text, okay? Lonely. Alleine. Hey, I can't hear. Ich kann euch nicht hören. Sing louder. Singt lauter. Lonely. Alleine. So lonely. So alleine. I am lonely. Ich bin alleine. So lonely. So alleine. Yeah, I'm lonely. Ja, ich bin alleine.
Ein paar Hocker weg, denn ist okay. Du kannst ja vorher so lange etwas erzählen. Okay. Erzähl ein bisschen von der Zusammenarbeit mit Arosa. Okay. Zusammenarbeit Arosa, super. Also wir haben einen lässigen Deal gefunden. Sie haben gesagt, wir müssen eine abendlange Kamera reden. Und wir kommen dann über einen Skipass eine Woche lang gratis. Es hat super geklappt. Gut, also man muss, es hat nicht alles geklappt, finde ich. Wir haben ein bisschen einen komischen Vertrag. Ja, das ist also, ein Detail. Das gehört jetzt nicht auf die Bühne. Mal, Sie haben einen ganz komischen Vertrag mit uns gemacht. Das musst du jetzt nicht sagen, das ist das Privat. Doch, das finde ich. Mal, wenn ja, so ehrlich. Also, es ist so, wir haben müssen unterschreiben, wo wir da für die Sendung zugesagt haben, dass wir, weil wir auch in Arosa sind, dürfen wir auf keine andere Skigebiete eingehen. Wir dürfen über keine andere Wintersportler reden. Ja, ist ein bisschen blöd, das Zeug ist so also doof. Ist, ich weiss nicht, die haben so ja, ich finde es ein bisschen komisch. Komischer Vertrag. Ja, weil an so Sachen stoße ich mich extrem. Weil man denkt dann immer daran auch. Das darfst du nicht sagen. Du darfst nicht sagen, wenn du was, du darfst nicht sagen, ich stoße mich dran, das ist ein Skigebiet. Nein, das ist nicht wahr. Stoßen. Wer? Das ist kein Skigebiet. Stoße ist ein Skigebiet. Auf, das ist ein ich habe gesagt, das ist ein blöder. Okay, ich will nicht mürren, okay? Nein, mürren darfst du auch nicht sagen. Mürren, das. Moment, die haben doch einen Komplex. Ja, sagen Sie ja. Dabei, ich weiss, Arosa ist der Ort, weißt du, wo es abgeht, da, wo das Humorfestival ist. Da, wo es darfst du schon gar nicht sagen, das ist der Hauptkonkurrent. Da, wo ich mache zwei Wörter, nein, ich mache Moment. Da, wo es ab. Es geht nur darum, wenn jemand von der Verantwortung, falls jemand drin sitzt. Falls hast jetzt du gesagt. Falls, das bin ich nicht gewesen. Ja, also, was machst du jetzt? Ich lenke ab. Ja, okay, super. Nein, sicher, ehrlich. Das darf mir ja gar nichts mehr sagen. Dann kann ich vielleicht sagen, ich habe so fest Muskelkater, ich nehme glaube, heute oben noch ein Leukerbad. Okay, ja, oder so. Super. Oder ich sage, wir zwei sind verschieden gross. Wenn sie weggeht und ich bleibe, dann bleibt der Hoch übrig. Ja, zum Beispiel. Super. Also wenn es nachher reklamiert, ehrlich, an mir lag es nicht. Ja, okay. Super. Also ich finde das ein männlicher Humor, ja, wenn ich wir wollen jetzt nicht mehr über andere Wintersportorte reden. Nein, das gesteht uns nicht zu. Nein, gut. Wir fahren jetzt weiter. Ja, wir machen jetzt flimsflums weiter im Programm. Genau. Weil der nächste Künstler kommt nämlich zum Glück nicht aus dem Skigebiet, doch kann uns nichts passieren. Der kommt aus Paris. Und zwar hat er uns da den Stuhl mitgebracht. Jawohl. Und zwar ist das für Sie jetzt vielleicht irgendein normaler Stuhl. Das aber ist aber nicht Millionen so. Von Franzosen ist das viel, viel mehr als ein Stuhl. Das ist nämlich der Stuhl von Fabien Gachet.
Kniegen trafen. Ich habe da mehr raus, natürlich nicht mehr viele Fragen. So, Mama, der kann verlassen, weil du hast uns Zeit, lass dir helfen. Как не можете телеговорить с ней? Немного, что ты как не родной, знаете, как ты, Владимир Путин, водка, водка, водка. Сикроменте, тут ты, Мама, на пермит. Мама, яйк! Lesson one. Margaret goes to the market. Lesson four. Elizabeth goes with Margaret to the market. Lesson 20. Margaret and Elizabeth are going to the market with their dogs. Lesson 161. Hello, Margaret. Where are you going? I am going to the market. And you, Elizabeth, I am also going to the market. Scream!
Ножку гутим. Hey, du! Hey, du! Das Alter, was ist los hier? Du Arschloch! Lesson 1035. Andrew is hungry. Ah, he'd like to buy some food. Where? Of course, at the market. Nein! Ja, für den nächsten Künstler möchten wir gar nicht zu viel Wort verlieren. Vorrang auf! Wir haben keinen Vorrang. Was? Ist etwas anderes. Achso, Bühne frei. Ist blöd, ist die schon frei. Also such etwas Neues. Ich muss ja etwas sagen. Ja, wir verschwinden jetzt für. Ja, du weißt was, wir müssen ja gar nichts sagen. Wir sind hier im Fernsehen, wir können ja. Die können uns wegschneiden. Ja, Quatsch, wir sind live, ich weiß es genau. Die können uns wegschneiden. Was? Schau. Schön. Siehst du? Ist doch gegangen. Hast du noch etwas wollen sagen? Great. Meine Damen und Herren, Vorhang auf und Bühne frei für den Ingo Oschmann aus Bielefeld. Wow! Stimmung! Ich glaube, das ist das erste Mal, dass Bielefeld überhaupt Applaus gekriegt hat. Ich meine, in einer Stadt, in der keiner freiwillig wohnt. Cooler Trick übrigens. Ja, ich muss auch sagen, dass ich mit Applaus gar nicht so umgehen kann, weil ich bin Zauberer. Da ist dann die Stimmung komplett im Arsch. Du musst Werni sein, kann das sein? Nein, er saß da so, oh scheiße, ein Zauberer, ein Stripper wäre mir lieber gewesen. Stimmung! Ja, ich finde es ja eigentlich schade, weil Zaubern ist eigentlich so eine coole Sache. Aber wenn man sich mal so Wald- und Wiesenzauberer anguckt, also ich rede jetzt nicht von Copper, Siegfried und Roy, sondern eher so über diese Wald- und Wiesenzauberer, die so auf Kindergeburtstagen auftreten, Hochzeiten, Beerdigungen. Die sind dann immer so zwischen 300 und 500 Jahre alt, kommen dann immer so ganz motiviert auf die Bühne, wenn sie noch können und das Hüftgelenk mitmacht. Und
Ich kenne auch keine Berufsgruppe, die sich von vornherein disqualifiziert, alleine durch die Namen. Also selbst Pornostars sind um Längen kreativer und selbstbewusster. Die stehen dann immer so da. Mein Name ist Long. Dong. Silver. Und die Zauberer? Magic Klaus. Tricoletto. Salmonelli. Und was auch hart ist, wenn ich auf so einer Party bin, so ganz inkognito, und dann stehe ich da so rum, unterhalte mich irgendwie nur nett am Buffet, und irgendein Stoffel sagt dann immer, und? Was machst du so? Ach, ich? Ich bin Zauberer. Nein! Du bist Zauberer, das ist ja Wahnsinn! Mach mal einen Trick. Niemals würde man zu einem Maurer sagen, wenn er auf eine Party kommt, was, du bist ein Maurer, das ist ja irre, zieh mir meine Wand hoch. Stimmung. Und ganz angenehm sind auch immer die Leute, die dann so nach so einer Show ankommen und sagen, Ingo, ich kann auch zaubern, ich kann machen, dass die Luft stinkt. Aber ganz hart für einen Kleinkünstler, und ich bin ein Kleinkünstler, ich bin nur 1,70, sind Schützenfeste. Kennt ihr Schützenfeste? Das sind nicht so viele, das macht euch sehr sympathisch. Also in Bielefeld ist jeden Tag ein Schützenfest. Und für die, die es nicht kennen, ein Schützenfest ist eine riesengroße Halle, da sitzen 1000 Leute drin, 999 sind sturzbesoffen, einer ist ja immer dabei, der fahren muss. Und dann kommt man so an so einen Tisch und sagt, hey, ich bin der Zauberer, wollt ihr was sehen? Und dann dreht sich einer um und sagt, halt die Fresse, hol mir ein Bier. Und auf der Bühne ist es dann auch nicht anders. Da kommt man so raus und sagt, guten Abend, mein Name ist Ingo Oschmann, ich bin Zauberer. Und dann gucken die so, Aber das ist auch klar. Da sind ja auch Informationen zu verarbeiten. Guten Abend, wie, schon dunkel draußen? Mein Name ist ja mein Name, wie war denn mein Name? Ingo Oschmann, dich hier zu sehen, ist ein gutes Training für den Aufenthalt in der Hölle. Und dann kommt's Zauberer und dann ist es schlagartig leise und nach 2 Minuten brüllt die ganze Horde. Gut, wer das jetzt nicht verstanden hat, das ist nicht schlimm. Das ist westfälisch und heißt Copperfield. Ich habe da auch 2 Jahre für gebraucht. Bernie, nicht einfach nur so klatschen. Schon gucken. So, ich brauche jetzt jemanden, der freiwillig auf die Bühne kommt. Bernie! Du wolltest ja schon immer mal auf die Bühne. Bernie, du wolltest ja immer schon mal auf die Bühne. Vergiss. Nein, Bernie wollte ja, aber ich meine, es soll ja sich nicht alles erfüllen heute Abend. Also, ich brauche eher so Leute, die da so sitzen. Ich habe seit 3 Tagen Sodbrennen, jetzt kommt noch der Kasper. Ihr beiden, ihr seid richtig Kandidaten. Ihr kriegt auch einen Riesenapplaus. Kommt nach vorne. Wie heißt du? Gornel. Wie? Gornel. Gornel? Könnte auch ein Gemüse sein. Und wie heißt du? Wie? Christian. Christian? Ja. Hast du den selber ausgedacht? Sehr cool. Geht ihr ein bisschen an die Seite. Ich habe euch ja was mitgebracht, ein Stück Seil. Vielleicht seid ihr so nett, nehmt es mal in die Hand. Zieht mal dran. Nicht so tuntig, richtig ziehen. Ist das präpariert? Ist da irgendwas mit? Nein, Ingo. Dann lasst das los, es gehört ja mir. Kommt ein bisschen näher, geht etwas in die Hocke. Ja, nimmt das Seil mit beiden Händen in die Hand. Mit beiden, die hat uns der liebe Gott geschenkt. Und jetzt dürft ihr richtig ziehen, tut mir richtig... Ja, scheiße, ja. Zieh! Okay. Immer gleichmäßig, nicht reißen, ja? Wir sind hier nicht auf einem Gemüsemarkt. So, jetzt verbindet ihr mir oben die Hände, macht oben einen Knoten. Heute noch. Unten ist eine Lücke, da muss er durch. Hast du Lust mitzumachen? Ja, dann nimm dir mal so ein Seil. Und richtig ziehen, 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 gleichmäßig. Ah, zieh!
Finger oben drauf und noch einen zweiten Knoten. Wenn ihr auf der Steiner Schule gewesen seid, könnt ihr auch eine Schleife machen. Und zieh, zieh, zieh! Zieh! Ah! Was hier so blau anläuft, sind meine Hände. Okay, wollt ihr noch einen machen oder reicht euch das? Hör mal, du blühst jetzt hier richtig auf, oder? Der Typ war scheiße, aber ich kann dir wehtun! Okay, entspannt euch. Ihr könnt euch hinstellen. Übrigens eine Sache, der im SM-Bereich sehr gut ankommt. So, jetzt ist natürlich klar, was passiert. Ich versuche hier wieder rauszukommen und die einzige Möglichkeit, hier wieder rauszukommen, wären meine Zähne, dass ich hier nicht so rumknusper. Bist du vielleicht so nett? Nimmst mal die Jacke, die da hinten hängt. Nimm sie in die Hand, die tut dir nichts, sie ist tot. Ja? Guck mal nach, ob da irgendwas drin ist, womit ich mich befreien könnte. Ein Messer, eine Schere, eine Lupe. Und? Ist sauber. Wie heißt das? Nein, Ingo. Nein. Vergiss es. Stellst du dich an die Seite und wedel da nicht so rum. Ich bin kein Ochse. Hast du eine Uhr dabei? Okay, jetzt die Frage an euch. Wie viele Minuten gebt ihr mir, um hier wieder rauszukommen? Eine. Eine? Seid ihr wahnsinnig? Eine Minute ist Weltrekord. Wie lange habt ihr fürs Verknoten gebraucht? Zwei. Zwei? Aber ich weiß nicht, was du nimmst, aber lass die Finger davon. Das ist nicht gut für dich. Also ich denke, 3 Minuten wird schon gewesen sein, oder? Okay, machen wir folgenden Deal. Sollte ich hier zwischen 1 Minute und 3 Minuten wieder rauskommen, wäre ich immer noch schneller als ihr, richtig? Wie heißt das? Ja, Ingo. Ja. Jetzt kann ich mir vorstellen, das macht so einen Spaß hier zu spielen, es ist wirklich ein Geschenk. Da könnte ich mir vorstellen, heute Abend hier in diesen heiligen Hallen den Weltrekord zu brechen. Ui. Aber dann wäre das toll, wenn ihr auch so ein bisschen aus euch herauskommt. Die Klotten vom Leib reißt, wild miteinander Liebe macht. Man sagt ja nicht ohne Grund, Arosa ist das Brasilien der Schweiz. Also, ne? Okay. Du gibst das Kommando, du sagst auf die Plätze, fertig, los. Du legst die Jacke über die Hände und dann habe ich knapp 1 Minute Zeit, hier wieder rauszukommen. Ja, hau rein. Achtung. Warte, 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 du musst schon auf die Uhr gucken. Achtung, fertig, los! Ja, hör, so. Und stell dich mal so hin, dass jeder sehen kann. Ach so, nein! Kontrollierst du mal die Knoten? Kannst du meine Füße mal hochnehmen? Nicht zu hoch, sonst falle ich runter. Kannst du noch mal unten führen? Am Seil, am Seil, am Seil! Alles in Ordnung, lässt du die Füße wieder runter? Wie viele Minuten habe ich? Ja, du hast mich geguckt! Nimmst du noch mal die Jacke, legst du sie noch mal rüber, ganz schnell? Heute noch. Wie gesagt, hör und stell dich mal vernünftig hin. Es kann keiner sagen, dass die sich keine Mühe gegeben haben, oder? Applaus für die beiden! Unglaublich! Ja, meine Damen und Herren, es ist ja so, also meine heutigen... Du, wir stehen verkehrt. Das ist doch egal. Nein, ist doch ich möchte gerne den Platz duschen. Wenn... Nein, komm, ist doch gleich, ist doch gut. Weißt du, warte, ich mach das, wir duschen, okay? Hä? Oh, ist geil, ey. Wow. Darf ich auch mal? Ja, okay. Komm mal wieder mal in den Bergregion. Ich muss das Ding moderieren. Sag mal, bin ich denn ein Schneemann? Was ist los? Hat es geschneit? Ja, können wir weitermachen. Ja, okay, geht's dir gut? Okay. Ja, ist bestens. Soll ich das übernehmen? Ja, bitte. Was muss ich sagen? Er füllt in Deutschland Hallen. Okay. Er füllt in Deutschland Hallen und er spielt heute Abend das erste Mal im Schweizer Fernsehen quasi. Ja, einmal in dem Jahr. Ja, er heisst Willi Astor. Ja, danke schön. Liebe Festgäste, verehrter Jubilar, jeder Mensch, der irgendwann mal in seinem Leben Musik macht, wünscht sich eins, er wünscht sich, dass er Hits hat. Und ich selber habe also noch keine Hits direkt gehabt. Das Einzige, wenn ich im Sommer im Schwimmbad bin, dann habe ich ab und zu mal Hits oder so.
Okay, ich möchte Ihnen mal die Sachen vorspielen, die ich so geschrieben habe im Laufe der letzten 20 Jahre, die man mir geklaut hat. Ich habe zum Beispiel damals ein paar sehr, sehr gute Nummern geschrieben und ich habe die eingesendet an Plattenfirmen und dann haben die gesagt, ja, das ist noch nichts, aber 3 Monate später habe ich meine Nummern von Phil Collins im Radio gehört und ich möchte Ihnen mal die Originalversionen jetzt mal hier vorspielen. Das weiß ich nicht. Gestern fuhr uns noch nebenan, als ich auf den beiden stand. Doch heut früh fuhr einer fort. Ein Schiff. Ein Schiff. Plötzlich hab ich nur noch ein Schiff gehabt. Jetzt von mir, ne? Am Freitag auf die Nacht, da küsste er sie in seinem Auto zwischen ihre Ski. Im Stubaidoi, dann nennen sie ihn Mr. Spock. Sie reißt ihm beim Küssen sein Mützen weg und kriegt einen Schock. Er hatte schiefe Ohren. Wow, 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 schiefe Ohren. Ich bin ein Wal, der sich nicht viel bewegt. Doch dafür wirke ich extrem gepflegt. Die Fische sagen, lass dich küssen, Paul. Ich dufte nämlich lecker aus dem Maul. Aus meinem Mund, da riecht es toll. Ich fress nur Plankton mit Menthol. Ich hab ein Apartment am Fuße des Vesuvs. Und wenn der mal ausbricht, dann kommt der heiße Fluss. Und wenn ich dann Hunger hab, dann ist das doch nicht so schlimm. Ja, dann easy Lava, weil heiße Lava doch so gesund ist. Ja, dann easy Lava. Die Weiber, manchmal hab ich's dick. Beim Frühstück brech ich ihr's Genick. Will ins Bad, schreit sie mir, Schatz, lass mich schnell vor dir. Und schon schließt sie hinter sich die Tür. Da ich gutmütig bin, denk ich mir, lass sie plätschern, die Frau. Und kurz drauf geh ich rein, schau in Ausguss und denk mir, die Sau. Voll Haare, oh, voll Haare. Ja, danke dabei. Ja. Okay, jetzt für die nächsten Künstler geht es nach Neuseeland. Du kannst die Ansage gar nicht machen. Wieso nicht? Ja, die ist Englisch, du kannst extrem kein Englisch. Ja. Nein, aber die Ansage ist ja Deutsch. Also... Nein, nein, der Inhalt ist Englisch, das hättest du gar nie begriffen. Ja, aber Moment, ich kann die Ansage machen. Ich kann sagen, sie kommen aus Neuseeland. Das ist schon falsch. Und... Du musst sagen, New York. Im Showbusiness sagst du immer, wenn sie Englisch reden, sie kommen aus New York. Das muss man, das tönt besser. Ja, aber Moment, sie kommen aber aus Neuseeland. Nein, aber es ist wie wenn einer von Bergen Mirchel kommt, dann sagst du auch, er kommt aus Zürich. Oder? Ja, also, aber sie kommen nicht aus Bergen Mirchel. Nein, Bergen Mirchel ist eine Art Übersetzung von Neuseeland. Also Berg, Neusee, am Irchel, Land. So. Also wenn ich höre, wie du Englisch redest, dann bin ich froh, kann ich kein. Ladies and Gentlemen, the Shenanigan Brothers. Ich bin John, ich bin von Neuseeland und das ist mein Freund hier, Murray. He's from Australia. Hallo, du nett, kuschelig Schweizerdeutscher. Wir haben hier your gelbe Seiten. This one is for Schanfig. Schanfig? Did I say that right? Schanfig? No, Schanfig. And Chor and Umgebung. Ungebung? Is that a town round here? Umgebung. Is in Africa, Ungebung. Yeah, yeah. Ungebung. Yeah. So, diese gelben Seiten haben viele Beruf. And we would like to show you the schlechtest person für diese Beruf in diese gelben Seiten, okay?
Now this will be absolutely bullshit. Thank you. Absolutely. So we want you to call out when we've done it. Bullshit! I'm Probebitter on the count of three. You know what bullshit means, sir? You do. This is deaf sign language for bullshit. On the count of three, meine Damen und Herren, yell out bullshit. Eins, zwei, drei! Bullshit! Thank you. We're going to show you bullshit jobs from your Galbazeiten. The worst ones, the ones you don't want. Okay, now we have to go through it. You can call halt or to stop or even a German word. Skischullehrer. What? Typisch. Ski instructor. Ski instructor, okay. Ski instructor. The worst ski instructor. You be the worst ski instructor. I'll be your pupil. Lesson one. First you must stand up, cause you can't ski sitting down. Lesson two. You must put your ski glasses on. Lesson three, you must have your ski pole or stick. Lesson four, you must find where the ski slope is. Was war das? Bullshit! Thank you! Vielen Dank! Okay. Yeah! Yeah! Another! Noch ein! Halt oder stopp! Oh, yeah. Quick. Rex and Walter. Rex and Walter. Rex and Walter. That's a name. Rex and Walter. Rex, what's, was ist das? Rex and Walter. Lawyer. A lawyer. Wow, that's a lawyer. Bullshit. Okay, we'll do a lawyer. Okay, the worst lawyer, the schlechtest. Rex and Walter. Meine Damen und Herren von diesem Gericht, dieser Mann hier ist ein absolut Kriminal. Look. His eyes are too close together. Yes. Look at him. He would steal rice from Afghan children who don't have mothers. He is the worst possible person in the world, meine Damen und Herren. We should send him down and hang him. I am the judge. Oh. Clink, clink, clink. Sorry, Your Honor. Yes, yes. Yeah. Was war diese Rex and Walter? Bullshit! Yeah, thank you very much. I love you. Thank you. Stop. 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 Oh. What is this? Kindergarten. That's an English word. English word? Kindergarten. The worst English. In a kindergarten. Okay. Kindergartenlehrer. Okay. Children, watching please. Today, I've got a big surprise for you all. Oh. Thank you, Buddy Hammerhand, the Galbazeiten, John Hudson, Murray Faye, the Shenanigans brothers, good night! Ja, sie hat etwas nicht ganz begriffen. Was, jetzt hörst du auf? Nein, das ist okay. Das T-Shirt müsste eigentlich ich haben. Und, nein, es ist mein T-Shirt, das steht drauf, es ist ja, mein. Aber es macht ja nur Sinn, wenn ich es habe. Nein, also, gerade wenn du es hast, ich denke jedes Mal, es ist meins. Ja, aber, warum ziehst du mein T-Shirt an? Der Witz ist doch nur dann, wenn ich es habe. Dann, also, nein, es ist überhaupt kein Witz, es ist ein T-Shirt, das gehört meine. Es ist so, sie tut das eben nicht nur fälschlicherweise, hat sie das T-Shirt an, sie hat es auch noch verkehrt an, aber. Ach, ehrlich. Für den nächsten Künstler haben wir jetzt hier einen Flügel. Ich freue mich sehr, dass der Flügel da ist. Wir haben nämlich gestern den Flügel noch nicht gehabt. Sie haben ein Problem gehabt, weil sie haben den Flügel bei einer Getränkefirma gemietet.
Sie haben gesagt, Red Bull verleiht Flügel und dann... ich freue mich auf den Mann, der jetzt kommt. Er kommt aus Berlin und er ist der jüngste Shootingstar in der deutschen Comedy-Szene. Er heißt Bodo Wartke. Dankeschön. Guten Abend, mein Name ist Bodo Wartke und ich präsentiere jetzt Ihnen Klaviermusik und Gesang. Gleichzeitig. Das macht die Sache für mich jetzt ein bisschen schwierig, geht aber nicht anders, denn andernfalls würde es doppelt so lange dauern. Ein Liebeslied. Ist ein sehr neues Lied. Ich weiß nicht, in letzter Zeit schreibe ich irgendwie nur noch Liebeslieder. Ich vermute, das ist so eine Phase, die ich gerade durchmache. Denn in meiner frühen Jugend schrieb ich eher so gesellschaftskritische Protestlieder. So ändern sich die Zeiten. Technik, können wir vielleicht so ein bisschen Liebesliedstimmung haben? Hier was Romantisches, so rot oder so? Ja, das ist cool. Okay. Schön. Ich will's in allen Sprachen für dich singen. Auf allen Instrumenten zum Erklingen bringen, ich liebe dich. I want to sing in every language for you, baby, and play on every instrument to say these words to you. Believe me, it is true, I love you. Je veux chanter pour toi en toutes les langues, jouer pour toi de tous les instruments, en disant mon amour. Je t'aime, wo immer du auch wohnst, ich weiß genau, dass es dich gibt, die Frau, in die ich mich und die sich in mich verliebt. Wo immer du auch wohnst, welche Sprache du auch sprichst, wenn wir uns begegnen, dann lerne ich sie für dich. Tutte le lingue lo vorrei cantare, su tutti gli strumenti suonare, provare l'amore per te, perché ti amo. Yo cantaría en todos los idiomas para ti, y en todo instrumento tocaría, y así te diría, mi amor, te quiero. Ik wil het in allen talen met je delen, op alle instrumenten voor je spelen, krelen. Nou, weet ik echt, ik hou van jou. Dankjewel. Ik hou van jou. Wenn man sowas hört, denkt man sich doch, Mann, was müssen die Holländer für einen Spaß haben. Ich würde da ja selber spontan irgendwie reagieren mit, ja, ich dich auch, aber pst, nicht so laut. Wobei, ich weiß ja nicht, haben wir Holländer hier heute Abend, nicht, dass ich mich da in die Nesseln setze? Refrain, wo immer du auch wohnst, ich weiß genau, dass es dich gibt, die Frau, in die ich mich und die sich in mich verliebt, wo immer du auch wohnst. Welche Sprache du auch sprichst, wenn wir uns begegnen, dann lerne ich sie für dich. Rang wo yong ge zhong, yan xiang yi shuai, yong bu dong de de qi, tan shi du ni de ai, qi nai de xian qi, qi ye ni de, wo ai ni. Das war Chinesisch. Wenn Sie die eine oder andere Sprache wiedererkennen, zögern Sie nicht, steigen Sie einfach mit ein. Я хочу на всех языках перед аудиторией, на всех инструментах играть, если можно. Боже мой, я люблю тебя. Hey, ich habe ja noch eine Strophe auf Schweizerdeutsch im Bündner Dialekt. Wollt ihr die hören? Okay, gut, wenn ich was falsch ausspreche, ja, bitte mich korrigieren. Ich tun's auf alle Sprache für die Singer, auf alle Instrumente zum Erklinger, bringe zum Erklärer, ich han die Gera. Danke. Hi. Also...
wäre ich eine Frau, ich würde ja dahin schmelzen bei diesen Worten. Okay, also jetzt noch als Abschluss, also quasi als Finish. Finish. Tachton yoka sella ki elele laula. Yoka sella soiti me la coita soita quinca racastan sinua. Racastan sinua. Ich liebe dich auf Finnisch. Ist das nicht schön? Wobei, ich habe mir sagen lassen, die sagen das nicht. Nee, echt, also, das gibt es zwar in der finnischen Sprache, ne? Rakastan sinua, aber sagen die nicht. Ich meine, okay, hat ja auch Vorteile, wenn man das nicht braucht, ne? Also, wenn sich das von selber versteht, meine ich. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja manchmal so Momente, da möchte man das gerne sagen, ne? Was machen die dann? Okay, ich habe lange überlegt und bin, wie ich denke, auch zu einer relativ plausiblen Erklärung gekommen. Finnland ist ja, wie wir alle wissen, jetzt eher so ein bisschen dünner besiedelt. Und deshalb passiert es auch einfach nicht so oft, dass ich in den unendlichen Weiten der finnischen Taiga zufällig mal ein Finne und eine Finnin finden. Na und wenn, dann quatschen die nicht lange. Danke! Sofort bis am Ende dieser Welt fahren. Ich gebe dir mein Wort. Diesen Abschlussruf habe ich ja neulich mal meiner Mitbewohnerin vorgesungen. In Berlin, wo ich wohne. Die fand den total schön. Ich habe sie gefragt, findest du das nicht ein bisschen kitschig oder pathetisch oder so? Und sie meinte, nee, gar nicht. Während sie sich so eine kleine Träne der Rührung aus dem Augenwinkel strich. Ja, und dann habe ich gedacht, cool. Und habe das einen Tag später meinem sehr guten Freund vorgespielt und meinte, hier, hör dir das mal an, brandneuer Song, Liebeslied und so. Sag mal, wie findest du das, sag mal? Ja, und er meinte dann, das ist ja wohl total kitschig und pathetisch. Ja, man, das kannst du auch so nicht bringen bis ans Ende der Welt. Pff, wer soll denn das bezahlen? Du? Hey, komm, sei bitte mal ein bisschen realistischer, ja? Auf seinen Drängen hin habe ich dann das Lied wie folgt überarbeitet. Wo immer du auch wohnst, am besten du kommst her und lernst erstmal meine Sprache, die ist auch gar nicht schwer. Vielleicht kannst du die ja schon, na, dann wäre ja alles klar. Warum in die Ferne schweifen? Das Gute liegt so nah. Ja, wir sind ja hier eine Samstagabendsendung und normalerweise am Schweizer Fernsehen eine Samstagabendsendung. Also, wie zum Beispiel das Benissimo. Ja, die haben ja ein Fernsehballett. Ja, und ein Unterhaltungsorchester. Und jetzt haben wir uns gewünscht, dass wir das Fernsehballett auch hier auf nach Arosa können haben. Leider hat das natürlich vom Budget her nicht geklappt. Mal, das hat ja extrem geklappt. Wir freuen uns total, dass wir jetzt das Ballett selber machen müssen. Ist okay, das kommt gut. Ja, wir sind ja auch günstiger. Ist... Okay. Ah, das wär's gewesen.
Ja, die nächsten Künstler, das Duo, die kommen aus St. Gallen. Ja, aber keine Angst, die haben extra für heute Abend alle Texte übersetzt. Ja, sie singen jetzt nämlich Berndeutsch. Die heißen Möller und Stalin. Ja, wir möchten jetzt die Beschwingtheit gerade ein bisschen aufnehmen, damit sie nicht abnimmt. Und die zwei beschwingt von vorher haben jetzt gerade noch etwas vergessen zu bringen. Merci vielmals. Super. Wahnsinn. Wir möchten euch jetzt hier beglücken mit ein bisschen Musik. Als welche sich unsere Darbietung erweisen, sich noch zeigen müssen. Aber wir geben uns also alle Mühe, die wir haben. Weil wir sind ja in einem streng katholischen Haushalt aufgewachsen. Unser Vater war Pfarrer. Und er ist einfach nie so richtig zu uns gestanden, oder? Das hat uns dann auch total geprägt. Also wir haben sehr früh schon angefangen weinrauchen. Und die Sucht ist uns dann extrem zum Verhängnis geworden, sodass wir uns haben müssen therapieren. Wir haben die Musiktherapie in Angriff genommen. Und das, was ihr jetzt gehört, das ist ein bisschen das Ergebnis davon. Besonders das nächste Lied ist sehr katholisch angehaucht. Hey, jeder Mensch sündigt ab und zu. Er muss halt rasch beichten, dann ist wieder Ruhe. Bis zur nächsten Sünde und auch für dich, mein Kind, kommt mal die erste Beicht und macht dir das Gewissen leicht. Ab und zu Sünd verliert's, hingegen einen gibt's. Und der hat noch Besitz, keine Sünde da, der Fritz. Der Fritz, er ist so ein netter, alle wünschten sich, sie hätten so ein Kind, gerade wie der Fritz. Der hat noch nie ein bisschen Witz, der hat noch nie eine Sünde begangen, ist sein ganzes Leben lang ein Braver gewesen. Doch die Lehrerin in Religion hat gestern gesagt, wir gehen beichten, nächste Lektion. Ja, Fritz, jetzt musst du überlegen, was dem Pfarrer möchtest sagen. Hast bis jetzt ein glückliches Leben, hinter dir ist ganz vergeben. Willst du etwas Rechts zum Beichten haben, dann musst du noch rasch eine Sünde begehen, und zwar am besten eine, die sich lohnt. Er ist der doppelt schöne Gott, die der verschont. Es gäbe Haufen Möglichkeiten, sich aufs Beichten vorzubereiten. Könntest deine Schwast verbrennen, könntest du auch, könntest du dich klein mit ihrer Mutter und vergiftest Katzenfutter und nachher lügst, wenn sie dich fragen, wer es war. Doch eigentlich kommst du mit dieser Sünde nie nicht hin. Da braucht es schon härtere Methoden. Gute Sünde gibt gute Noten. Super macht sich gegen Toten. Darum ist Mord auch sehr in Mode. Vielleicht hast du unter Verwandten irgendwo eine alte Tante. Eine, die schon jetzt einen Tumor hat. Die nennt das gewiss mit Humor. Oder Branka stiften ist auch ziemlich lässig. Oder Einbruch oder irgendeine Erpressung. Für Ehebrechen bist du noch zu jung. Und das ist auch nicht immer gesungen. Das geht eins im schlimmsten Fall. Nimm es einfach positiv. Egal, die aktiv Sterbehilfe kannst wählen. Oder alte Leute quälen. Nur den Pfarrer musst du verschonen. Es würde sich auch für dich nicht lohnen. Weil dann musst du, was hast gesündigt, dir vergeben. Er ist verbündet mit dem Gott. Aber erzählen bitte ja keine Bagatellen. Weißt du, die sind da nicht so kleinlich. Und das werden eher peinlich. Und der Gott findet so eine Sünde auch gewiss nicht schlecht. Ich denke, der freut auch ab und zu mal etwas rechts. Seht im Spiegel.
Spiegelmeerfrau. Mein Zahnbürstchen steht in einem Glas und Zahnpasta-Tube ist blau. Und im Garten verauswächst viel Gras. Also das Duo, das jetzt kommt. Ah, okay, machst du das, sagst du. Okay, nein, ist kein Problem. Super, er macht das. Achso, nein, wir machen das zusammen. Also. Nein, nein, wenn du dich vordrängst, ich habe kein Problem. Ah, du, nein, ich kann damit umgehen, oder? Ich reg mich grausam nicht auf. Nein, nein, du, es ist, du kommst, sonst machst du das. Sie macht das. Ist gut, du machst das. Und, okay. Und ich werde da hinten. Du, kannst, okay. Ja, du weißt ja, wie sie geht. Jawohl, ja. Okay. Super. Weißt du, ich sitze sogar da hinten im Publikum. Ist okay. Ja. Also man sieht mich eigentlich gar nicht. Okay, gut, ist okay. Gut. Mhm. Ja, sonst fragst du einfach, wenn du... Okay, kann ich sie jetzt machen? Ja. Gut. Also, ich freue mich extrem auf den nächsten Künstler, der jetzt kommt. Ich würde nicht so euphorisch, gell? Einfach alles gut. Okay, man kann sich eine Art freuen, ein bisschen auf den Künstler, der jetzt kommt. Also nicht zu fest... Es sind zwei Künstler, die kommen, ein Duo. Okay. Also, es ist ein Detail, aber... Ja, aber ist noch wichtig. Okay, ich höre gerade, es ist ein Duo, sie sind das Zweite, sie kommen aus Amerika, aus Kalifornien. Und man freut sich eine Art, also nicht zu viel. Ich will nicht nochmal stören, aber sie kommen aus der Ukraine. Was, aus Russland? Nein, das kannst du nicht machen. Nein, nicht aus Russland, aus der Ukraine. Das hat sich getrennt. Ah, okay. Also ich höre gerade, die zwei haben sich getrennt, sie kommen jetzt aus Russland und aus der Ukraine. Nein, die Länder haben sich getrennt, das ist politisch eine Entscheidung, aber das hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen. Okay, also sie sind wieder zusammen nach langen Problemen und man kann sich jetzt nicht fest freuen, ein bisschen, sie kommen aus... Sag mal, hast du nicht das Gefühl, es kommt jetzt der junge Zauberer aus Kalifornien, wo man sich extrem freuen kann? Ach so, ja stimmt, du hast recht. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, es kommt ein junger Zauberer, ein Solist aus Kalifornien, ich freue mich, dass er da ist. Super Ansatz, besser hätte ich es auch nicht können. Okay. Jetzt musst du nur noch den Namen sagen. Okay. Scott the Magician. Thank you.
Gut, die hat aber eine komische Frisur. Ja, ich finde es auch. Gut, wir sind ja auch ein für einen seriösen Teil zuständig heute Abend. Ja, und wir haben uns entschieden, wir machen jetzt eine Tragödie für sie. Also, weil wenn ich sie so anschaue, ich finde, sie sind ein Publikum, wo man auch eine Tragödie machen kann. Also, das muss man so sagen. Ich habe die selber geschrieben übrigens vor etwa 3 Jahren. Ich habe sie seitdem mit sehr viel Erfolg verdrängt. Und ich freue mich extrem. Aber ist super Tragödie, die ist lustig. Nein, die ist tragödisch. Ja, aber also, Tragödie ist doch die Szene, wo ich den Chef spiele. Ja, eben, das allein ist schon tragisch, okay? Okay, nein, sicher, man muss sich vorstellen, er spielt den Chef. Ja. Also er macht auf total alt, also wie alt machst du? Ich mach alt, ich mach okay, wie viel? Ich mach so 49. Okay, und nein, mach ihn schon alt, du kannst ein bisschen drüber, gibst ein bisschen einen drauf. Soll ich richtig alt? Ja, weisst, ich schaue ihn an und ich merke sofort, leck, hat er gelebt. Okay, gut, dann mach ich alt, okay. 51. Gut, und ich zu meiner Figur, ich mache das Fräulein, die ist total anders, die ist 19 und unerfahren und kommt vom Land. Und es geht ihr tragödisch, weil sie wirklich jetzt geht ihr schlecht, sie ist schwanger im zweiten Monat und weiss nicht warum, hat keine Freunde und hat einfach extrem Anlaufschwierigkeiten. Also, weil sie mal, ich wär bereit, gell? Wir können, ja, das wir muss man wissen. Gerade loslegen. Das ist Hintergrundinformation. Aber ich finde es schade, wenn du die ganze Geschichte schon vorher weißt, erzählst. Das steht auf dem Buchdeckel, wegen dem kaufst du das Buch. Das musst du wissen. Ja, aber wir spielen es ja jetzt. Ja, spielen mal schwanger im zweiten Monat, okay? Ja, gut, aber das ja, oder spielen mal die Freunde, die sie nicht hat. Gut, aber wie machst du das so? Ich habe schon wieder keinen Freund. Wo ist er nicht, oder was? Alles gut, aber das hast du jetzt gesagt. Ja, klar, ich bin parat. Okay, Tragödie. Okay. Toi, toi, toi. Ja, okay. Herein. Grüezi. Grüezi, nehmen Sie Platz. Nein, danke, ich stehe lieber. Was können Sie? Ich bin Übersetzerin. Das ist prima, auf welchem Gebiet? Französisch. Bonjour zum Beispiel heisst guten Tag. Können Sie noch andere Wörter? Super, kannst du es bitte lassen? Ja? Tut mir leid. Wir müssen sie nicht machen. Nein, es tut mir leid, das hat niemand Also von mir mal, die merken das alle. Ja, komm. Verstehst du, wenn die lachen, ist okay, aber du nicht. Du bist der Chef. Entschuldigung, wir machen es nochmal, okay? Toi, toi, toi. Ich warne dich. Herein. Grüezi. Grüezi, nehmen Sie Platz. Nein, danke, ich stehe lieber. Was können Sie? Ich bin Übersetzerin. Das ist prima, auf welchem Gebiet? Französisch. Bonjour zum Beispiel heisst guten Tag. Können Sie noch? Ja! Ja, wenn... Es ist ja ein saublöder Text. Das liegt nicht am Text. Der Text ist reduziert. Ja, okay, das ist ein Spiel. Wir spielen mit. Der Text ist reduziert. Jawohl, genau. Du bist sicher, dass der Text nicht beschränkt ist? Nein, er ist nicht beschränkt. Okay, du bist ja verkrampft. Du machst ganz einen grusigen Hals. Was? Nein, ich mach. Ja, ehrlich. Habt ihr seinen Hals gesehen? Er macht so einen Hals. Ist so wüst. Nein, ich muss mich konzentriere mich. Also, ja, aber nicht im Hals. Ein Chef mit so einem Hals, da stelle ich mich nicht mal vor. Ja, Moment, ich mache einen alten Chef. Ja, siehst du, ich verstehe mich. Ja, also Moment. Du hast gesagt, wir haben gesagt, ich mache einen alten Chef. Ja, der ist 51, nicht 70, okay? Ja, also gut, also können wir es nochmal machen? Dann kommen wir setzen jetzt einfach nochmal. Nein, wir machen es von Anfang an, seriös. Okay. Toi, toi. Ja, selber. Also herein. Grüezi. Platz. Ich bin kein Hund. Fertig. Ja, jetzt kennen Bist Sie doch gut? Den Text doch. Okay. Toi, toi. Ja. Also herein. Grüezi. Grüezi, nehmen Sie Platz. Nein, danke, ich stehe lieber. Was können Sie? Ich bin Übersetzerin. Das ist prima, auf welchem Französisch. Du stehst nicht. Ich kann stehen, wo ich will. Du stehst in meinem Pult. Ach, super. Okay, du kannst nicht einfach am Chef so zaff ins Pult hinein. Ja, man okay. Sieht es darum ein bisschen schlecht. Ja, lass mal, das ist... Ja, ist eine Glasplatte oder was? Es ist ein Chefpult und kein Chefgeländer. Okay, also, okay. Also ich komme nochmal. Du bist auch schon vor einem Chef. Ein Chefpult, das ist massiv. Okay, ich hätte es begriffen. Also, du musst dir vorstellen, das zieht sich hin. Das macht Eindruck. Okay, ich habe es verstanden. Ein Chefpult, das ist Mahagoni. Okay, Mahagoni. Leck macht Eindruck. Okay. Okay. Also. Toi, toi. Ja. Herein. Leck das Chefpult. Da kommst du gar nicht mehr rein. Okay, nehmen Sie Platz. Nehmen Sie Platz. Was? Sie können Platz nehmen. Man schmeckt mal, gar nehmen nicht. Sie ist Platz. Raus, oder okay. Was? Ich komme nicht rein. Ja, Sie sollen jetzt Platz nehmen. Ich meine, tun Sie sich einfach nicht zu fest aufregen. Also, okay. Ja, nicht zu fest aufregen. Ich komme nicht rein. Sie sind ja schwanger im zweiten Moment, Monat. Du hast keine Ahnung. Wenn... Du weißt das gar nicht. Doch, ich weiß, dass ich es gelesen auf dem Buchdeckel. Ah. Okay. Kommen Sie nur rein, Ihre Freunde sind schon da. Ich habe keine. Okay. Stopp. Moment. Ich bin jetzt gerade super drin. Okay, wir machen eine Umbesetzung. Hä? Ganz, ganz schön einschnaufen. Wir machen eine Umbesetzung. Ich bin super drin. Nein, du bist falsch besetzt. Du machst Fräulein, ich mach den Chef. Was, du machst den Chef? Ja. Okay, 51. Ja, ist einfach.
Zweiter Monat. Toi, toi, toi. Herein. Ach du, komm, komm. Grüezi, nehmen Sie Platz. Nein, danke, ich stehe lieber. Ja, man sieht. Was können Sie? Ich bin Übersetzerin. Das ist prima, auf welchem Gebiet? Französisch. Das ist prima, was heisst das? Das ist... was schreibst du eigentlich? Das geht dich überhaupt nicht an. Ich bin der Chef, ich kann schreiben, was er will. Okay. Ich habe sogar geschrieben, was er schreibt, okay? Das ist scheinbar ein bisschen grosses Blatt. Das ist ein Chefblatt. Das ist mal ohne bis zum Stift raus. Okay, super. Kann man einfach so ringsum schreiben? Ja, ja, darum hat er auch einen Stressstuhl. Ja, okay. Nein, danke, Sie stehen lieber, okay? Das ist ein Rundbrief oder was? Ja, okay. Genau. Es sieht aus wie einer Gärtnerei, oder was? Sind Sie gerade am Samenstreuen? Ich kenne mich übrigens mittlerweile aus mit Samen. Ich bin schwanger im zweiten Monat. Stopp, okay, okay, stopp. Ich habe außerdem zwei Freunde, die stehen da. Ja, komm, jetzt stehen wir dann. Das ist schon die nächste Szene. Ja, ich weiß. Wir sind bereits in der nächsten Szene. Ja, wir stehen bereits im Wald. Ja, genau. Das ist nicht irgendein Wald, das ist der Wald von Fabien Gachet. Quack, 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 quack
Ein Hase. Margaret goes to the market. Du kommst schon mit Fragen. Ja, was ist los, Dieter? Du hast doch mein Ferienschuss in die Frage gestellt. Halt, du willst mich reisen? Ah, nein, Schweinchen, das ist spazieren, gehen Sie in die Frage gestellt. Das ist kleine Foto, die schöne Burgerli, die reicht der Kaffee. Hast du nicht etwas gesehen? Ja, doch. Ich muss in diese Richtung, so geradeaus und dann erste rechts, zweite links und dann zum Reichen. Okay, ich werde irgendwie schon die Frage. Ich bin gerade der scheiße französische Jäger und schon die Frage gestellt. Sind der Schill und der unglaubliche Heinz. Der Ingo Oschmann. Der Billy Asto. The Shenanigan Brothers. Lola und Charlie. Scott the Magician and Miss Marielle. Und Fabien Gachet. Und Bodo Wartke. Wir haben es im Programm, wir sind Ursus und Naleschi.
Ja.